Oh, dieser Holy Eistee ist einfach geil. Ah, ist Honig. Also heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich fängt die ganze Zeit an zu klettern an den Wänden. Aha. Oh no, und es war falsch rum. Nochmal abbauen. So, ich hole nochmal einmal Schwefel. Vielleicht auch zweimal. Das ist ja irgendwie heute mein Longtime-Job. Okay, ich kann jetzt theoretisch eine Pistole herstellen. Okay. Dafür brauche ich allerdings hochwertiges Palöl. Hochwertig, okay. Hochwertig. Ich fürchte, da müssen ein paar Pals entsaftet werden im Zweifel. Ich weiß es nicht. Ich fürchte auch. Obwohl, nee, entsaften? Nee, ist es ja auch nicht. Vielleicht muss man den Palsaft dann mit irgendwas anreichern. Ich hab keinen Dunst. Bin grad doof. Ja, hier leckt das nämlich schon wieder. Vom Spiel aus. Aber noch läuft alles. Ich mag das ja jetzt schon, das Schlafzimmer. Ich kann es hier nicht bauen. Ach, weißt du, warum ich die Sachen hier unten nicht bauen kann, diese antiken Schränke? Die sind zu groß. Guck. Von Boden zur Decke, die sind zu groß. Das ist ja ätzend. Du brauchst also... Jetzt kommt's. Ja, das Spitzdach. Ja. Ach, guck damit mal, es nach oben hin... Jetzt sind wir wieder Schildbröde hier, Leute. Ich verstehe es nicht. Oder auch nicht. Wilderer. Wow. Ne, Kleiderschrank kann ich hier auch nicht bauen. Okay. Schade. Das ist sehr schade. Und ärgerlich. Okay, hier unten bei mir steht ein Level 50 Mensch, wiedergeborener Typ. Wer ist er denn? Aber ich verstehe nicht, warum das nicht geht mit diesem doofen Dach. What the? Ja, sprich dich aus. Okay, warum kann ich den nicht fangen? Ah, da brauche ich schon eine große Sphäre für, also eine gelbe. Das ist ja toll. Bitte komm, ich will diese Schildkröte haben. Und da ist noch eine! Und ich hab sie! Ich hab sie! Ich verstehe es nicht. Gibt's halt keine schönen Schränke. Man kann nicht alles haben. Ja, aber ich wollte uns so ein schönes... Schönes, schönes Schlafzimmer machen. Mit Bücherregal und schönem Stuhl und so. Kleiderschrank.
Kleiderschrank wäre cool, weil dann könnte man da die, Nice! Probier jetzt mal was aus. Aber eigentlich müsste das doch passen. Was ist das? Nehmen wir auch mal mit, oder? Das ist schon wieder falsch. Gott, jetzt kommt Klein auch noch dazu. Oh, Schaden hier, die Jungs. Hallo, übertreibt's mal nicht. Okay, nachladen. Oh. Lass mich in Ruhe. Oh, fuck. Das geht schief. Das geht schief. Hab ich den großen? Nee, ne? Oh. Ja, okay. Das Bücherregal ist wirklich zu groß. Da passt dann das Holzdach nicht mehr drauf. Das ist krass. Okay. Schade, aber... Das mit dem Spitzdach ärgert mich total, ne? Das war's. Fuck. Oder muss ich mir so eine dreieckige Wand machen? Das kann ich mir kaum vorstellen. Muss ja wohl arbeiten. Ansonsten Sonntag essen gehen. ich glaube, bei Famila Ramrod. Da ist manchmal ein Osterfeuer. War früher auf jeden Fall immer so. Oh. Auf der Wiese da. Ich hab's geschafft. Yeehaw. Ich weiß jetzt, wie es geht. Oh mein Gott. Und wie doof ist es? Du musst erst so eine schräge Wand bauen. So eine halbe schräge Wand. Mhm. Und dann kannst du da das Spitzdach dran setzen. Oh mein Gott. Ganzen aber Stuff verloren. Warum? Weil ich mich mit den ganzen Eispickeln angelegt habe. Kann ich das jetzt hier dran setzen? Aber ich habe eine riesengroße Schildkröte gefangen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Ich zeige euch die gleich mal, wenn ich wieder nach Hause komme. Also vom Sehen glaube ich ja. Aber ich glaube, die haben wir hier noch nicht gefangen. Also wenn das die Schildkröte ist, die ich meine, dann ist die relativ gut im Bergbau. Wenn ich mich nicht irre. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass sie aussieht wie ein krasser Bowser. Jo, ja, dann ist das glaube ich die, die ich meine. Ich bin runtergefallen. Na toll, jetzt sind die auch noch wilderer, oder was? Ich hau ab. Also Chat, wenn ihr anderen Content sehen möchtet als Bauen, dann müsst ihr bei Sholo oder Andy reingucken. Im Moment gibt es bei mir nur Bauen. Warum kann ich das jetzt nicht da dran setzen? Das ist doch hirnverbrannt. So, ich wollte ganz gerne einmal noch Schwefel mitnehmen, bevor wir jetzt wieder nach Hause gehen. Ach Gott, ich habe schon wieder die falsche Rüstung an, ne? Jetzt habe ich den Anfang geschafft. Ja. Aber ich kann nicht weiterbauen. Also irgendwie... Aber ich...
Ich wurschtel mich da so durch mal. Diesen Wurm wollte ich auch immer noch mal haben, ne? Wir können übrigens jetzt schlafen. Oh, das war falsch, glaube ich. Ja? Braucht einfach zu lange zum Nachladen, die. Scheiße. Greif die nochmal an, da! Das macht er wieder nicht. Ich kriege die Krise. So, jetzt habe ich das wieder. Nur 57 Frames, 16 Millisekunden durchschnittliche Frame-Renderzeit. Und das ist gelb. Deswegen läuft das Spiel gerade ein bisschen unrund. Es muss doch am Spiel liegen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe dieses Bausystem also nicht. Du, Andy, was ich? Wo sind wir jetzt noch? Sind wir bei, was ich Ostern mache, oder sind wir bei irgendwas anderem? Das Eisen bestimmt, ne? Bei dem Ruckelfest will ich jetzt eigentlich auch ungern kämpfen. Alter, 16,8 Millisekunden, was ist denn hier los? ...1080 ist die Auflösung. Ich glaube, ich muss hier mal weg. Ich muss hier, glaube ich, mal weg. So, jetzt fehlt nur noch die Mitte. Zur Mitte, zur... Zack, zack. Warum kann ich das jetzt nicht dazwischen setzen? Kann mir das einer verraten? Ich leider nicht. Scheinbar nicht. Gut, wir versuchen es mal mit Trick 17. Hier nicht, habe ich nicht was Grünes gesehen in der Nähe? Als ob.
Okay. Gut, wir haben jetzt ein Spitzdach. Okay. Nice. Das ist doch schon mal was. Lass mal versuchen, die Aufbildung des Spiels wenig runterzusetzen. Will ich ja nicht. Das ist es ja. Da geht ja Qualität verloren. Geil, ich hab's geschafft. Und jetzt hier bei gestern, was gestern? Gestern war das nicht anders. Vorgestern und so war das ja auch nicht. Oh nein, ich will euch doch nichts. Ich will das nur einsammeln hier. Das sieht schon echt nice aus. Und die Wandfackeln leuchten so krass, dass selbst hier oben hell ist. Das hört sich gut an. Aber es ist halt schade, dass es keine... Steig doch ab jetzt. Was ach, wir sind noch nicht ganz unten. Oh, ich bin so dumm. Das, oh, das sieht auch, oh, das sieht ja viel besser aus. Ach Leute, I like. So, Häuschen sieht gut aus. Klasse. Ein Pfahl im Team ist hungrig. Ja, ich auch. Ist nichts mehr im Futtertrog? Nee, meinem Team. In meinem Team. Ach so, die ich dabei habe. Bitte. Alles gut. Aber jetzt werden die doch... Andy, warum die alle einen besseren Job als ich? Weil du was Vernünftiges hättest lernen sollen. Keine Holzkohle. Okay. Leute, ich baue einfach. Ich verballer, glaube ich, so viel Material. Egal. Okay. Jetzt nochmal Holzkohle, normale Werkbank oder was? Schmiede, ne? Schon mal wieder aufgestiegen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, bin ich. Metallrüstung. Mhm.
Oh, geil. Antikes Badeset. Das braucht man. Oh, ja. Okay, dann schalte ich das schon mal frei. Ich kann ein Badezimmer bauen. Möchte jemand von euch ein Metallhelm? Nee. Ich würde nicht nein sagen im Zweifel. Olympisches Feuer. Hält deine Gedanken verlässlich am Leben. Mhm. Hochwertige Werkbank. Wo bist du denn? Bringt der noch irgendwas anderes außer Rüstung oder was bringt der? Das steht hier nicht, steht nur Rüstung. Oh Gott, man kann hier noch so viel bauen an Möbeln. Wo möchtest du denn das Bad hinhaben? Ja. Ich muss erst mal gucken. Nein, noch nicht gucken. Noch nicht gucken. Geh raus. Geh raus. Ich guck gerade in mein Menü. Ich sehe nichts. Ich sehe nur deine Wand da vorne. Gleich eine Hausführung machen. Kannst du gleich. Ich guck nicht. Ich gehe gleich wieder runter. Ich schwöre. Ich habe einen antiken Handtuchhalter, einen Wandschirm, eine Ratternkiste und eine Badewanne. Mehr habe ich nicht. Also ich würde tatsächlich das Badezimmer, in einen extra Raum machen. Alles okay? Ja. Ich habe hier meine eigenen Sabber verschluckt. Passiert. Okay. Ich habe hier falsch gebaut, sehe ich gerade. Also Schulle würde einen Metallhelm nehmen, hat er gesagt, ne? Jo. Ich guck mal. Sag mal, hatten wir das beim letzten Mal schon geklärt? Wie kommen wir an antike Bauteile? War das in Dungeons? Nee, das war bei den großen Bossen. Ah, da war das, okay. Ja. Ich bräuchte wie viel waren das? Ich glaube 15. Nein! Ich glaube 15 antike Bauteile, genau, brauche ich für ein Gigaschild. Okay. Ich habe kaputt gemacht. Ich baue wieder auf. Okay. Aber guck mal, jetzt bin ich mir sicher, dass das mit meinen Problemen eben hier wieder mit dem Spiel zu tun hat. Weil ich bin jetzt in der Base und es ist alles super, es ist alles chillig. Aber sobald ich viel draußen rumeier, geht alles in den Keller. Irgendwie ist das Spiel da, braucht es zu viel Ressourcen, den ganzen Kram zu rendern.